Herzlich willkommen zum dritten Tutorial. Und bei diesem dritten Stück, da handelt es sich jetzt auch wirklich um ein richtig schönes Stück schon. Die davor, die beiden, das waren wirklich nur so Übungsstücke. Bei diesem dritten Stück haben wir ein paar Besonderheiten. Zum einen, vielleicht wie du es schon siehst, fängt das gar nicht mit dem Daumen auf dem C an, sondern der Daumen liegt auf dem D. Das D liegt genau zwischen den zwei schwarzen Tasten. Und ist wie im Alphabet, nach dem C kommt das D, A, B, C, D. Ne? Und die anderen Finger legst du einfach auf die weißen Tasten daneben. So viel zur Lage. Dann kennst du ja schon zwei Schlagnoten. Du kennst schon Einschlagnoten, ne? Bei dem vierten und dritten. Da kommen dann die Einschlagnoten ins Spiel. Und jetzt kommt eine neue Note, nämlich ein neuer Notenwert, muss ich genau sagen. Eine Zweischlagnote mit einem Punkt dahinter. Das ist ein Verlängerungspunkt und der mathematisch genau gesagt verlängert dieser Punkt die Note um die Hälfte. Na, das klingt schon kompliziert, ne? Also, mach's nicht so kompliziert. Es ist eine Dreischlagnote, ne? Und nachher, irgendwann kriegen wir auch nochmal andere Notenwerte mit auch so einem Punkt dahinter. Aber so eine Zweischlagnote mit Punkt dahinter ist eine Dreischlagnote. So, danach haben wir wieder unsere Achtel und dann eine Vierschlagnote. Gehen wir das doch mal durch. Also, starten wir mal von dem Daumen mit dem D. Und D halten, dritter Finger halten, fünfter halten, vier, 3, 1, halten. Und dann schnell. 2, 3, 1. Vierschlagnote. 3, 4. Okay. Diese Melodie, das sind ja vier Takte. 1, 2, 3, 4. Diese Melodie kommt genau dreimal. Also wir wiederholen das dann nochmal und nochmal. Und danach, nach dem dritten Mal, kommt dann das hier. Das E mit dem zweiten Finger. Als Einschlagnote. Und das können wir mal kurz durchspielen. Das ist ganz gleichmäßig. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 2, 3, 2, 1, aushalten. Das ist alles. Mehr ist das gar nicht. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Vergnügen mit diesem dritten Stück.